Hallo zusammen, wir sind hier live in der Fakultät Design in meinem kleinen Reich im Audiolabor der Fakultät Design. Ich stelle mich kurz vor und ich hoffe, ihr könnt mich alle hören und könnt alles sehen, was ich euch zeige. Genau, dann gebe ich euch einen kurzen Einblick in mein kleines Reich. Ich bin der Steve, bin hier, meine Stelle schimpft sich Lehrer mit besonderen Aufgaben und bin hier für verschiedene Module zuständig. Alles, was mit Sound zusammenhängt, letztendlich mit einem Gary natürlich noch zusammen, der später auch noch dazu kommt. Genau. Genau, das hier ist, ich sage immer, Labor, weil es eigentlich kein Tonstudio nicht ist, aber wie gesagt, wir betreiben das eigentlich als Tonstudio. Genau. Was mache ich? Also ich mache Audiokurse, ich mache Workshops, ich arbeite mit den Studenten zusammen, ich supporte die bei den Projekten, mache Projektbetreuung, mache eine kleine Vorlesungen, mache eine kleine Vorlesung für Sounddesign, also Theorie und Praxis. Dann sind die teilweise hier im Studio und Theorie natürlich jetzt online oder eben dann im Seminarraum. Und genau, was hier passiert, ist hauptsächlich die 5 Studenten greifen auf das Tonstudio zurück, weil die hier ihre Filme abmischen und auf der Tonebene natürlich gestalten. Genau, und da bin ich dann tatsächlich mehr oder weniger der Knotenpunkt. Also ich zeige denen, was die alles machen können, wie sie es machen können, gebe kreative Inputs auch und zeigt ihnen, wie man eine hochwertige Aufnahme macht, wie man das Ganze dann abmischt. Hier ist unser kleines Pult und der Regieraum. Draußen ist die Sprecherkabine, da können wir noch kurz rausgehen dann. Und genau, hier arbeiten die Studenten dann und sounddesignen ihre Filme. Und genau, und ihr habt dann auch viele Sachen gesehen, die hier so rumstehen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine kleine Leidenschaft. Also viele Sachen können tatsächlich sind aus dem Privathaushalt, weil es tatsächlich auch meine Leidenschaft ist. Und ich versuche auch den Studenten auch so ein bisschen Tipps zu geben, wie man mit Foleys zum Beispiel umgeht. Also ich habe hier einfach mal ein paar Sachen vorbereitet. Wenn die zum Beispiel ein Monster machen müssen, ist es immer sehr kreativ. Also klar gibt es mittlerweile viele Plugins, wie man das macht, aber Oldschool ist einfach immer noch der hier, einfach eine Posterrolle und dann sowas zum Beispiel einfach mal machen. Und so machen es die großen Foley-Artists letztendlich auch. Oder wie gesagt, wenn man mal irgendwie Geräuscheerzeuger braucht für Horrorfilme, Gruselfilme oder was auch immer, oder einfach mal Klangerzeuger ausprobieren, weil es ist immer noch, finde ich persönlich, was sehr Haptisches auch. Und früher Ben Bird, die großen Sounddesigner, haben das auch alles so gemacht. Die haben noch nicht die Möglichkeit gehabt, viel digital einfach zu erzeugen, was natürlich mittlerweile jetzt auch gut ist und was wir natürlich hier auch haben und die Möglichkeit auch haben. Aber man muss das trotzdem sich immer noch auseinandersetzen. Wo kriege ich einen Sound her wie kann ich das dann aufnehmen und wie kann ich das dann nachbearbeiten, dass es dann noch tiefer klingt oder irgendwie ein Monster draus wird oder was auch immer. Genau. Und genau, das kriegen die hier quasi auch mit bei mir. Also das ist einfach den kreativen Teil, der Sounddesign mit sich bringt. Und dass die sich einfach trauen, dass die experimentieren, dass die einfach was ausprobieren. Und wie gesagt, das ist einfach... wenn ich auf der Filmebene bin, 50% ist das Bild und 50% der Sound. Also das ist definitiv so. Also man kann es nicht vernachlässigen und dafür bin ich so auch ein bisschen hier, damit die das nicht hinschludern quasi oder den Ton halt vernachlässigen. Weil man kann mit Audio sehr viel erzählen und man kann den Film auch noch in ganz andere Richtungen drehen mit Sound oder natürlich auch verschiedene Stimmungen erzeugen. Genau, und das machen die dann hier. Also wir können mal kurz rausgehen. Hier ist noch die Tonkabine. Also hier wird in der Regel dann mit Sprecher aufgenommen. Wie schon gesagt, das ist alles so ein bisschen außen im Labor umgebaut. Aber ich sage auch immer, es kommt auch immer
drauf an, was man draus macht letztendlich. Also klar ist es jetzt nicht die optimale Lösung für eine Tonkabine, aber mit guten Mikros und der Raum ist okay gedämmt, also man kriegt dann auch gute Ergebnisse raus. Also das muss man dann auch nicht schlecht reden. Genau, hier hat man die Möglichkeit, über den Bildschirm dann quasi auch theoretisch Filme nachzusynchronisieren. Also man kann das Bild dann rausschicken, dann können die entweder hier oder hier dann die Geräusche von den Charaktern nachsprechen oder aufzeichnen oder halt overdubben oder generell nachsynchronisieren. Genau, das ist so der Bereich hier. Genau. Dann ist es auch noch so, also der Teil drüben, das ist zwar mein Bürorechner, aber der ist unten mobil, weil was wir auch immer machen, einmal im Jahr ist bei uns Projektwoche und da können sich Studenten anmelden und das ist dann quasi mal frei von dem Unterricht, also von dem, sage jetzt mal, von dem normalen Unterrichtsablauf, dass die dann hierher kommen, ihre Filme vertonen und dann quasi Step by Step dann hier im Raum arbeiten. Das ist dann meistens Pfingsten rum, da haben die eine Woche Zeit und das machen wir dann auch immer relativ frei. Was wir schon gemacht haben, wir machen einfach immer viel mit Musik auch und haben dann schon Bands gegründet und dann kann man hier mit dem Ding auch mal rausfahren und hat das mobil und kann sich dann so ein bisschen freier bewegen oder die können dann zum Beispiel, die einen machen dann irgendwie, nehmen was auf mit der mobilen Station und die anderen gehen dann hier schon in den Mix rein und genau, deswegen ist dann die Möglichkeit auch, dass man mal irgendwie ein bisschen mobiler ist. Ansonsten zum Technischen auch, wir haben hier die Möglichkeit, ganz normal Stereo abzumischen und vorzumischen. Also könnte man natürlich auch, also die Boxen müsste man dann hier nochmal richtig aufstellen. Also das habe ich jetzt eigentlich aus Platzgründen. Man muss sich ein bisschen, die Not macht erfinderisch, sage ich immer, damit man dann auch noch, damit diese 5.1 Boxen nicht im Weg stehen. Das baut man dann kurz auf und dann könnte man theoretisch hier auch ein 5.1 mixen. Aber wir machen es dann so, das macht dann mein Kollege, der zeigt euch das dann später, dass wir das meistens hier vorproduzieren in 5.1 und dann hochschicken und für die finale Abmischung gibt es nochmal einen separaten Raum, wo man dann die Farbabstimmung anpassen kann und eben das final mischen kann. Was wir auch noch haben, ist eine Kollaboration mit Dolby in Nürnberg. Genau, die haben ein Atmos-Studio. Die sind, glaube ich, da beim, was ist denn die Erlach-Klinik oder da irgendwo in dem Deutschherren-Carré oder so. Falls das interessiert, kann ich das auch später gerne nochmal später noch im Anschluss noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ganz cool. Die haben einfach ein Atmos-Studio dort und die geben das teilweise auch frei für Studenten oder für Freelancer, weil die nutzen das nicht für kreativ. Also hauptsächlich machen die Codecs dort und machen Test-Hearings. Und die sind da auch so ein bisschen eben froh, wenn die Leute sich einmieten oder vorbeikommen und da was zusammen in so einer Kollaboration wieder was Eigenes schaffen. Und da können wir uns quasi auch mit einmieten und da gehe ich dann auch mit den Studenten immer hin, damit die dann einfach auch, wenn sie sich hier im Praxisteil schon mal grob auskennen, und dann gehe ich dann meistens mit denen für ein, zwei Sessions dann rüber. Und da mischen sie dann dementsprechend das dann einfach mal im Raum ab, weil die natürlich dementsprechend, der Raum ist ungefähr so groß wie hier, aber die haben dann an Boxen an den Decken und die können eben dann Atmos dort fahren. Und genau, das ist so mein kleines Reich. Ansonsten eben, also wenn, ja, wie gesagt, also viel. Die alles, was hier so ein bisschen rumsteht und nach Müll ausschaut, das ist tatsächlich eigentlich meistens dann auch entstanden für Klangerzeuger oder von Projektarbeiten, dass die dann zum Beispiel diese Dillybows bauen, also diese ganz rudimentären Gitarren oder Klangerzeuger, dass die das einfach mal zusammenlöten und einfach mal irgendwie bauen und eben dann kreativ damit umgehen. Wie kann man, ist das spielbar, kann man das spielen und was tut es generell? Genau. Ansonsten, genau, was wir auch mal hier gemacht haben, das ist so eine Kollaboration mit, die sitzen in Fürth mit Digitoys. Das ist quasi so ein Autos, die können halt leuchten und können halt mit drei verschiedenen
Steps unterschiedliche Sounds kreieren. Also meistens immer so ein Anlasser-Sound, dann einen kurzen Musiktrack. Genau. Und da ist es dann zum Beispiel auch wichtig, dass die, dass, na, jetzt hört er nicht mehr auf. Da ist es zum Beispiel auch wichtig, man hat immer, also finde ich immer, man hat immer unterschiedliche Anforderungen. Klar, man, wenn man die idealsten Voraussetzungen hat, dann ist es irgendwann im Kino zu hören und die Studenten können das dann selber im, in, einmal im, oder zweimal im Jahr bei der Umrolle in hochwertig produziert anschauen. Und dann macht man das natürlich so, dass man halt einfach alles, was es hergibt, ausschöpft. Aber es gibt eben auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel hier bei so einem Auto. Das wird in der Regel von ja, so einem Kinderspielzeug, wenn das auf dem Fliesenboden fährt, dann muss man natürlich, dann kann man da nicht die Bässe reindrehen, zum Beispiel beim Produzieren. Und muss man das halt irgendwie quasi so produzieren, damit das, wenn die das quasi anwenden, damit es immer noch anständig klingt. Und das erzähle ich denen dann quasi auch meinen Studenten, dass das halt immer ja, ein breites Feld ist und dass, das, dass man nicht Vielen immer Dank, irgendwie, Corinna. finde ich, dass es nicht immer eine Musterlösung gibt oder dass es nicht immer die Lösung ist, genau so musst du vorgehen und dann kommt das, was am hinten rauskommt, das ist es dann. Aber das macht auch den, Berufszweig, sage ich jetzt mal, oder diesen Bereich so interessant, weil es einfach nie immer was anderes ist. Also man hat eigentlich immer, es ist immer abwechslungsreich und man muss immer mit jeder Film ist auch anders. Also sogar wenn man in der Sparte bleibt, muss man sich wieder darauf einstellen. Und das müssen die, genau, das sollen die mit auf den Weg bekommen, damit die einfach da ein Gespür auch so ein bisschen bekommen in der Zeit, wo sie hier studieren. Genau. Und jetzt würde ich zum Abschluss noch vielleicht ein kleines Filmchen zeigen. Das ist bei uns entstanden. Ich habe ja schon gesagt, in der Regel ist es so, dass die Studenten hier ihre, hauptsächlich die Filmstudenten hier ihre Filme vertonen. Und da wir jetzt aber seit gutem Jahr schon in dieser Pandemie stecken, mussten wir natürlich so ein bisschen kreativ sein, um für die Filmstudenten, die durften ja tatsächlich nicht drehen, und damit die eben eine Aufgabe haben, um irgendwas, um am Ende was ja, für sich oder dass man am Ende ein kleines Filmchen hat. Und da hat unser Professor, der Jürgen Schopper, ist dann die Idee gekommen, dass man das quasi, wie so, da gab es immer früher so ein Spiel, wenn man irgendwie ein A4-Blatt hat, einer zeichnet einen Hut, man deckt um und tauscht es aus, dann zeichnet der andere den Kopf weiter. Und dieses Prinzip haben wir quasi auf den Film angewandt. Und die haben dann quasi immer, es gab ein Bild, als das war das OM-Logo als Ausgang. Und die Frames wurden dann rumgeschickt und dann haben quasi der nächste Student hat aus dem Ohmkreis einen Teller gemacht, der sich dann wieder weiter bewegt und hat wieder ein anderes Endbild gehabt. Das hat dann der nächste Student wieder aufgenommen und hat mit dem Endbild wieder weitergezeichnet. Und das war dann, hat ganz gut funktioniert, weil es mussten relativ kleine, kurze Sequenzen erstellt werden und durch die Masse der Studenten kam am Ende dann quasi ein fertiges Filmchen raus, und das musste auch abgestimmt werden mit dem Sounddesign oder beziehungsweise mit der Musik. Also man hat drei Stücke vorproduziert, die haben die dann auswählen können. Also musste nicht jeder denselben Song nehmen, sondern die hatten quasi verschiedene Möglichkeiten, wie in welcher Mood die sie halt sind, und konnten da was dazu zeigen. Und am Schluss hat man dann quasi diese drei Songs zu einem Track mit den Bildern von den Studenten als einen fertigen Film produziert. Und das ist dann, ja, daraus ist der OM-Loop entstanden. Und den, ich glaube, jetzt ist eh gut von der Zeit her, glaube ich, jetzt würde ich euch den abschließend noch ganz kurz anteasern. Und dann sehen wir uns dann im Chat, denke ich. Genau, okay.
es daher. Gut, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen von meinem Reich und freue mich dann, wenn ich euch dann im Chat noch treffe und stehe gern bereit für alle Fragen, die ihr habt und hoffe, dass ich die auch beantworten kann. Genau, also mir hat Spaß gemacht, finde es cool, das Projekt und vielleicht sieht man sich ja mal in echt. Das wäre sehr schön. Dann gebe ich ab. Tschüss. Herzlich willkommen ins Kino. Wir sind in der Fakultät Design, ein Stockwerk höher. Und ich heiße Gary Stieber, ich arbeite als Medieningenieur hier an der Fakultät Design seit 4 Jahren und unter anderem ist das hier auch mein technisches Projekt gewesen. Wir sind gerade im Kino, wie ich schon gesagt habe. Das ist wirklich ein kleines Kino, wie man sich vorstellen kann, mit Sitzen, mit der Leinwand, mit gutem Ton sozusagen, mit der guten Tonanlage. Der einzige Unterschied zum normalen Kino ist, dass die Studenten hier auch in diesem Kino praktisch ihre Arbeiten, ihre Filme, auch Sounddesign technisch finalisieren können. Ja, also das ist auch ein Teil der Semesterarbeit. Das heißt, die Studierenden, wenn die Filme dann fertig sind und die mit dem Steve gearbeitet haben, zwecks Musik und Sounddesign und Vertonung, im Stereobereich kommen sie hierher und da wird praktisch der Ton und Bild zusammen geklebt sozusagen und finalisiert und für die Ausstrahlung im Internet oder im Kino vorbereitet. Wir haben hier von der technischen Seite einmal den Beamer, der gerade dorthin projiziert und der ist eigentlich oberhalb, also hier oben unter der Decke. Genau, und jetzt ist das Licht auch aus, jetzt sind wir praktisch wie in einem Kino. Dieser Beamer hat eine erweiterte Farbumgebung DCI und hat eine Auflösung von 2K und gleicht praktisch an die normalen Kinobeamers, die wir auch zum Beispiel im Cinecittà haben. Somit stellen die Studenten, wenn die Filmarbeiten und Filme praktisch mastern, stellen fest, dass das Bild, das hier entsteht, auch tatsächlich so im Kino zu sehen ist. Also was Farben angeht, Qualität, Schärfe und so weiter. Außerdem, was der Steve auch schon erwähnt hat, unten bei ihm wird normalerweise im Stereo produziert und wir haben hier im Kino auch 5.1 Surround System eingebaut, hier in den Ecken und vorne, Centerbox, genau, und die spezielle Station hier mit Pro Tools, auf der wir praktisch entweder 5.1 Mischungen vornehmen können, also hier Pro Tools und mit einem Loudness Meter. Es gibt auch eine Möglichkeit, tatsächlich Stereoton hoch zu mischen, also praktisch eine Art intelligente Hochmischung zu machen vom Stereo aus, vom 2.0 Ton zu 5.1. Wir haben hier auch einen speziellen Loudness Meter von TC Electronic, der zeigt uns an, wie laut das Signal ist oder welche Lautheit das Signal hat. Und das erlaubt uns praktisch die Lautstärken und die Audiosignale an die Standards zu bringen. Zum Beispiel, das wäre minus 21 Lufs bei DVD oder minus 18, minus 17 Lufs beim Kinofilm oder minus 14 Lufs bei Spotify, wenn wir zu Spotify zum Beispiel wollen. Genau, das zum Sound und zum Bild. Wir sind jetzt dann hier. An dieser Station wird dann mit Bild gearbeitet und hauptsächlich arbeiten wir mit DaVinci Resolve Studio. Und das, was Sie hier auf diesem großen Bildschirm sehen, ist auch auf der Leinwand zu sehen natürlich. Und hier an diesem Beispiel sehen wir hier einen Zeichentrickfilm von zwei Absolventinnen von uns, von der Fakultät Design. Dieser Film geht über einen Vampir, der Theodor heißt. Und so ähnlich wird hier Color gegradet. Oder, das heißt, die Filme werden
final gemastert, was die Farbe angeht. Hier habe ich zum Beispiel jetzt Bild aus dem Film genommen und ich will zum Beispiel die Augen etwas heller machen. Somit ziehe ich jetzt eine Maske oder in dem Fall jetzt zwei Masken auf die Augen und mit Hilfe von diesem Bedienfeld von Blackmagic Design auch, das können die Studenten natürlich auch selbst machen, kann ich hier die Farbe der Augen zum Beispiel verändern. Also wenn wir hier jetzt das Licht ausmachen können, dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Genau, also wenn ich jetzt die Augen zum Beispiel grün haben will, dann drehe ich jetzt den Pulti nach rechts und ja, lila, dann kann ich das auch ganz leicht einstellen. Ja, das kurz zu dem. Letztendlich, wenn der Color Correction Prozedere praktisch fertig ist, dann geht der Film hier raus und wird dann in einer weiteren Software, die wir freundlicherweise von Fraunhofer Institut geschwind bekommen haben, mit dem Ton, was wir beim Steve und hier auch durch die Hochmischung produziert haben, in diese Software zusammen geklebt, sozusagen. Und diese Software heißt Easy DCP und die erstellt spezielle Container, Filmcontainer für die Kinos. Diese Container heißen DCPs, also Digital Cinema Package, und ihr könnt euch so vorstellen, man kann einfach nicht ins Kino kommen und eine DVD bringen oder einen Stick mit einem Film, sondern die Filme müssen schon speziell gecodet werden, codiert werden und auf einem Server im Kino hochgeladen werden. Und damit das Ganze auch funktioniert und damit wir auch sicherstellen können, dass die DCPs und diese Filme funktionieren, wird das dann hier gemastert, vorproduziert und auch getestet, bevor es dann in den großen Kinos sozusagen rauskommt. Genau. Das war schon übers Kino. Wir von der technischen Seite, von der gestalterlichen Seite, natürlich hier sitzen die Studenten die ganzen Abende durch und color graden ihre Filme. Machen auch den Ton. Ich bin immer da, mein Büro ist hier gleich nebenan und ich springe immer wieder hin und her und unterstütze die Studenten, was Sounddesign angeht und was ja, bildtechnisch Design auch angeht. Genau. Ja, das war es eigentlich zu diesem Thema. Ich glaube, sind wir gut in der Zeit. Wenn ja, ich stelle euch gerne auch Fragen zur Verfügung.